Da haben unsere Bierfahrer schon geschaut heute, dass sie heute mal ein paar Paletten Lilli mit dabei gehabt haben. Genau. Bei uns Außendienstler hat die Frage gestellt, wie wir unsere Ware draufbringen, weil es doch ganz schief war. Und dann haben wir auf die Idee gekommen, dass wir das zusammen im Hofbräuhaus Traunstein machen. Und das war für uns ideal, dass wir einfach zwei regionale Unternehmen da miteinander eine Belieferung von der Brünner Hütte machen können. Hat uns total gefreut, dass das so super gelaufen ist. Sagen wir auch für die Umwelt, das ist ja ein Vorteil, wenn nicht jeder einzeln laufen fährt, sondern wir miteinander laufen fahren. Ich glaube, dass wir als Unternehmen, ihr als Berzboner, Milli oder Piedinger Milchwerke, wir als Hofbräuhaus schon relativ viel gemeinsam haben. Natürlich von den Produzenten, von den Landwirten angefangen bis zu den Kunden. Ja. Ich glaube wirklich viel, auch die unser Bier genießen, die auch wissen, dass wir was Besonderes wollen, was Hochwertiges wollen, was Natürliches wollen. Und sicherlich bei einem im Kühlschrank daheim auch von euch, von den Berzboner Milli, entsprechend die Produkte im Kühlschrank mit. Ja. Ja, heute kam die große Lieferung, die Winterlieferung. Wir müssen ja damit rechnen, dass wir bis Mai hier keinen Laster mehr hochbekommen. Deswegen haben wir jetzt uns hier vollgestopft mit allem, was wir hier unterbringen in die Hütte. Bier, wie viele Tonnen Bier haben wir hier? Über 10 Tonnen kamen heute. Bier, eine Tonne Mehl, eine Tonne Milch vom Berchtesgadener. Dann kiloweise Schokolade, einfach alle Trockenwaren, alles was hält, damit wir nur noch Frisches hochfahren müssen jetzt. Ja, wir sind gespannt auf den Winter. Wir haben ja eben den ganzen Winter offen und es ist unser erster Winter.